Diese Messe war gut behütet. 2 Monate nach dem verheerenden Brand in der Kathedrale Notre-Dame in Paris haben Gläubige wieder einen Gottesdienst in der katholischen Kirche gefeiert. Als Sicherheitsmaßnahme hatten Priester und Gemeinde am Samstag Helme zu tragen. Das gotische Bauwerk war bei einem Feuer am 15. April stark beschädigt worden. Den Gottesdienst, der in einer Seitenkapelle mit ungefähr 30 Teilnehmern vonstatten ging, hielt Erzbischof Michel Opetit. Wir sind sehr glücklich, dass wir hier heute die Heilige Kommunion feiern können, denn dazu ist die Kirche ja gebaut worden. Und das wiederum ist ein Zeichen der Hoffnung und des Dankes an all jene, die so bewegt waren von dem, was hier passiert ist, in diesem Wahrzeichen unseres Landes und unserer christlichen Wurzeln. Teilnehmer des Gottesdienstes und Touristen vor der Kathedrale zeigten sich bewegt. Nein, nein, das ist nicht zu früh. In so einem Bauwerk geht das Leben doch weiter, auch wenn es hier gebrannt hat. Die Kirche ist ja nicht verloren, sie lebt weiter. Wir werden ja nicht warten, bis die Kathedrale wieder vollständig aufgebaut ist. Das ergibt Sinn, ja. Nach dem Brand, der im hölzernen Dachstuhl der Kathedrale ausgebrochen war, hatten reiche Unternehmerfamilien enorme Spendensummen zum Wiederaufbau zugesagt. 850 Millionen Euro insgesamt. Bisher stehen weniger als 10% davon zur Verfügung. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat zugesagt, die Kirche innerhalb von 5 Jahren wiederherstellen zu lassen.